Hallo? 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 Hallo, weiter geht's mit Kok. Willkommen dazu, ich bin der Lars. Ich begrüße euch im geilen, genialen Teamfight versus die Kneipe. Wo man sich auf jeden Fall mal ein Bier gönnen kann, oder? Doch, ja, doch. In der Kneipe, da bin ich manchmal. Ja, da liege ich mal unter Tresen und saug mich voll. So läuft das bei mir. So, die Kneipe steht 31-13. Wir haben 19 Angriffe, wir schauen kurz auf die Kriegsstatistik, wie sieht es denn hier aus? Ich konnte das nicht live aufnehmen, Leute. Barcelona kurz eben hier Juve weggeklatscht, na, war knapper als gedacht. Dachte, die gehen da so durch wie durch Butter, ne, so ein, aber ist nicht so passiert, okay. Champions-League-Finale ist vorbei, deswegen gucken wir jetzt mal hier. Hier ist ein Live-Kampf, Angriff von Skillet Pro. Ich hoffe mal, das darf ich zeigen. Das ist der Skillet Pro, der greift einen Rathaus Nummer 10er an mit einem Go-Wipe, der mit ein paar Hexen dabei. Mal gucken, was der Kollege hier macht. Da bin ich ja mal gespannt, ob der hier irgendwas rauskritzelt, beziehungsweise rausballert hier. So, er lockt erstmal die Klamburg raus, da sind gemaxte Mages drin, gemaxte Mages. Ist da keine Hexe drin? Wurde die etwa nicht gelockt? I don't know. Wir werden es sehen, übrigens mein Clan Fight, meinen zweiten werde ich gleich machen. Meinen ersten habe ich nämlich schon gemacht, den werde ich auch gleich auch noch zeigen. Gucken wir mal, was macht denn der Kollege? Er lockt die Klamburg erstmal raus, da kommt eine Hexe, da kommt ein Mage, da kommt noch ein Mage und da kommt noch ein Mage. Und die Klamburg lebt immer noch. Aber ich habe genau solche Probleme wie du, Kollege, mit der Klamburg. Aber jetzt hat er keinen Bock mehr. Okay. Drei Golems, zwei Golems, nur zwei Golems. Einer Klamburg, ein Normal, ein Fünfer, ein Vierer. So, jetzt kommen Mages zum Aufräumen. Mauerbrecher. Entschuldigung. Mauerbrecher sind gestorben an der Riesenbombe. Da kommt der Inferno, der auf jeden Fall auf Single-Target-Damage, auf Single gestellt und mit Fokus auf den Golem weg. Ne, ist auf Multi, okay. So, da kommen die Packers. Und da kommt die Internetverbindung, die ich nicht will. So, der Sprungzauber wurde noch nicht gesetzt. Die Mauer, die laufen alle ein bisschen blöd, alle verteilt. Ich hoffe, die Packers gehen jetzt rein. Er muss den Sprungzauber auf jeden Fall in Ordnung setzen, damit die Packers reingehen. King 20, Queen 19, das gefällt mir schon mal nicht. Nicht von schlechten Eltern. Der Sprung wurde gesetzt. Da oben. Warum ist der Sprung denn so blöd? Kollege, deine Packers sind unten und dein King. Egal. Das Rathaus wird er, glaube ich, mit Glück bekommen, wenn die Queen sich das jetzt nimmt. Sie wurde schon gezündet, heißt, nein, das Rathaus wird nicht fallen. Oder die Queen komplett ignoriert. Nein, da kommen drei Skelette auf die Queen. Wie das ein Monster. Wie das noch ein Monster. Jetzt gehen die Packers rein. Die Packers sind ultra low. Da kommt die Tesla rausgefahren. Das wird ein Zero Star. Das wird ein Fail. Ich glaube, das wird ein Fail. Der King kann noch gezündet werden. Level 20 King. Meine Fresse, tankt er weg. Tankt der King die Scheiße jetzt hier weg und holt sich das Rathaus noch? Der King holt sich das Rathaus noch. Was für eine geile Scheiße. Holte er sich auch noch die Prozente? Hätte ich erwartet. Ein 20er King. Ich brauchte ihn auch Level 20. Meine. Hält er aus. Nicht von schlechten Eltern. Und mit etwas Skill, mit ein paar Bogenschützen, die auf jeden Fall gut aufgeteilt werden. Das wird noch ein Two-Star. Das gibt's ja gar nicht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Super, genial. Skille Pro. Dein Name sagt auf jeden Fall, du bist ein Skille Pro. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich nicht erwartet, dass der King echt noch reingeht und so viel aushält. Gegen Inferno, gegen zwei Teslas. Was hat er drauf geschossen? X-Bow, Minenwerfer, zwei Teslas und Inferno. Alles auf den King und er hat's noch ausgehalten und das Rathaus noch kaputt gemacht. Nicht von schlechten Eltern. Richtig geil. Wow. Okay, Level 20 King hält ziemlich viel aus. Brauche ich auch. Zwei Sterne, wunderbar. Gut gemacht. Ich hätte den Sprung umgesetzt bei den Packers und bei dem King. Dann wäre es auch ein bisschen einfacher gewesen. Aber so ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Rathaus wurde auch zerstört. Da versucht jemand ein Three-Star. Ne, versucht er nicht. Aber versucht man halt immer. Ich habe meine Armee schon mal vorbereitet. Ich werde hybridmäßig angreifen. Und zwar auf eine sehr geniale Zahl. Meinen ersten Angriff werde ich euch gleich auch noch zeigen. Da ich gerade dabei bin, gamme ich mir den Scheiß einfach nur. Weil wir sind ja hier, ne? Wisst ihr Bescheid? YouTube Money for the Win. Sollte ich jetzt alles am Start haben. Ich schaue nochmal kurz drüber. Ich habe nämlich einen Sprung, zwei Wut, einen Blitzer. Ebenso habe ich noch was dabei und zwar hier die Truppen, ne? 18 Loons. Oh, da wird der Pokal überreicht, da wird der Pokal überreicht. Oh mein Gott. Und, yay, Champions League Winner 2015 in Berlin ist FC Barcelona. Na, ich bin nicht für die, Quatsch. So, ich habe zwei Lava-Hunde, 18 Loons, 7 Mages, ein Golem. 5 Mauerbrecher und nochmal 2 Bogies und ich habe in der Klamburg noch einen gemaxten Golem. Wieso? Weil ich gleich was hybridmäßig Geniales machen werde. Und zwar meine Nummer werde ich nicht zeigen, wie ich die Sterne geholt habe, sondern das zeige ich euch gleich. Ich möchte gerne die 17 angreifen. Da wurde nur ein One-Star geholt. Und ich möchte gerne hier reingehen. Und würde. Mein Ziel ist es wirklich hier mit hybridmäßig reinzugehen. Deswegen zwei Golems dabei. Ich will hier rein. Also von der Seite hier. Von links. Und versuche wirklich Luftabwehr. Klamburg und die Queen auszuschalten. Das sind wirklich 4 Sachen. Luftabwehr, Queen.
Und die Klamburg. Das ist viel und ich muss pissen gerade, egal. Das ist in Ordnung. Hier, weiß ich, ist eine Tesla. Tesla-Spule, genauso wie hier eine Tesla ist. In dem Bereich, also neben der Goldminier, das ist mir erstmal wurscht. Und wenn das natürlich alles down ist, werde ich anfangen. Ich habe zwei, hatte ich zwei Hunde dabei? Ich glaube, ich habe zwei. Hatte ich zwei oder drei sogar? Ich hatte zwei, glaube ich, nur dabei. Für Luftabwehr einen Hund drauf. Und dann habe ich, glaube ich, 7. Ich müsste 14. Ich habe es gerade noch gesagt, Entschuldigung. Ich kann mir das nicht merken. Es müssten 7 Loons pro Luftabwehr sein, die hoffentlich noch dann da ist. Ich versuche es einfach mal. Wenn ich das hier nicht bekomme, diese beiden Luftabwehren, dann ist es eh gefailt. Aber wir gucken, ob das irgendwas wird. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. Ich bin gespannt. Ich drücke auf Angreifen, drücke OK und schaue nochmal kurz. Also, wir haben 18 Loons sogar. 7 Matches zum Aufräumen. 2 Golems, 4, 5. 2 Wuten Sprung brauche ich natürlich. Dann habe ich Mauerbrecher nur 5 Stück dabei. Das heißt, die müssen perfekt laufen. Wenn ich da schon verkacke, dann ist es wirklich scheiße. Also, das wird krass. Helden sind am Start. Ich habe alles dabei. Also, Leute, drückt mir die Daumen. Ich gehe von links rein und versuche mit Hybrid-mäßig meinen ersten... Ist eher das erste Mal, mein erstes Mal, die 3 Sterne zu holen mit Hybrid-Taktik. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Nee, habe ich noch nicht. Nächster Versuch. Warum mache ich das? Weil es ist die Kneipe. In der Kneipe kann man das. Achter King, Elver King. So. Leute, drückt mir die Daumen. Am besten natürlich nur den Air-Sweeper. Das heißt, Luftfeger down, beide Luftabwehr, Queen und die Klamburg. Lars, da hast du dir aber einiges vorgenommen. Da hast du dir echt einiges vorgenommen. Und wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt einfach. 3 Sterne, eben. Zack. Kenne ich nichts, hole ich eben. 3 Sterne, sehe ich gar kein Problem drin. Zeit ist natürlich auch sehr wichtig, deswegen fangen wir jetzt an. So. Dann setzen wir auf jeden Fall hier die Mages. Die sind schon mal hier am Start, das passt. So, jetzt warten wir doch erstmal ab hier, was passiert. Warten wir auf den Minenwerfer, der schießt. Die brechen dann hier auf, das passt auf jeden Fall auch. Jetzt kommt der King, dann kommt die Queen. Warten wir auf den Blitz, bis sich alle hier konzentrieren auf einen Fleck. Das sieht gut aus, hier blitzen wir rein. Sehr, sehr, sehr schön. Die Mauer ist hier offen. Den Sprung setzen wir hier hin. Der King muss schon gezündet werden. Meine Fresse, das war super knapp. Und der King will in den Riesenbomben sterben. Nein. Okay, jetzt gehen sie alle rein, da wo sie hinwollen. Der Sprungzauber ist noch am Start. So, Luftabwehr. Luftabwehr. Oh, meine Queen geht nicht rein. Da, wo sie hin soll. Meine Queen läuft scheiße. Luftabwehr Nummer 1 ist down. Queen, gönn dir die zweite Luftabwehr. Queen, zweite Luftabwehr, bitte. Queen, ja, Queen macht es. Wunderbar. So, jetzt gehen wir rein mit hin. Kollegen hier. Das heißt so, dass, dann gehen wir von da rein. Sehr schön. Wut Nummer 1. Und hier kommt der Wut Nummer 2. Ich habe noch ein paar Loons dabei, die ich auf jeden Fall da setze und da noch reinsetze. Und jetzt kann ich nur noch abwarten, wie es läuft. So, Luftabwehr ist komplett gleich down. Jetzt kommt die, genau. So, Luftabwehr ist komplett down. Jetzt haben wir noch X-Boss, die drauf schießen. Nein, Luftabwehr steht da noch. Fuck. Hunde sind nicht mehr dabei. Wir haben noch einen Tesla, wir haben noch einen X-Bau, wir haben noch einen Magierturm, wir haben noch verdammt viel. Boah, das ist zu viel, das wird kein Three-Star. Fuck! Das wird ja gar... Ach, scheiße. Was macht ihr denn da? Macht den Scheiß da kaputt! Nein, der X-Bau rasiert noch! Nein, der macht auch einen Loon kaputt! Nein, der macht so viele Loons noch kaputt, das wird ein One-Star. Das wird ein One-Star, Leute! Ich werde das nicht mehr schaffen in der Zeit, ich habe keine Aufräumeinheiten mehr. Und das noch... Das wird ein One-Star. Fuck! Da versucht er es. Da versucht er den Three-Star. Das reicht aber nicht. Das ist doch kacke wieder. Was ist doch richtig kacke? Was ist denn da passiert? Sind die Loons kacke geflogen? Was hat mich denn da getötet? Ich habe keine Ahnung. Die Hunde waren scheiße. Nee, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Waren das die Teslas? Das wird ein One-Star. Das kannst du knicken. Das schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Das packen die nicht. Mist, Leute. Sorry, nächster Versuch. Wieder nicht geklappt. Ich sollte lieber hier versuchen, irgendwie sichermäßig hier, das zu machen. Und zwar mit Lava-Lunions. Da kann ich irgendwie besser mit angreifen. Weiß ich nicht, woran es lag. Werde es gleich nochmal analysieren. Die sicheren 3 Sterne waren es nicht. Obwohl ich alles down bekommen habe, was ich wollte. Klanburg, Queen. Zweimal Luftabwehr und dann bin ich so scheiße und schaffe es nicht. Das ist schon peinlich. Das ist ja richtig peinlich. Da muss ich drauf gucken. Was das war. Da muss ich nochmal gucken. Was war das denn hier? Was ist denn da passiert? Also, wir spulen kurz vor. Also, beide Golems sind am Start. Die Mages räumen hier auf. Das passt alles. Das ist super gelaufen. Das ist in Ordnung. Jetzt habe ich gewartet, bis der Minenwerfer schießt. Der Minenwerfer hat dann gleich mal geschossen. Jetzt kommen die, haben sie da aufgesprengt. Wollte ich gar nicht von der Seite, ist aber egal. King raus, Queen raus. Die Golems laufen rum zu. Die gehen beide rein. Konzentrieren sich da alle. Meine Mages sterben alle. Sehr schön geblitzt. Doch, das ist in Ordnung. Ich glaube, ein Mage hat überlebt. Der Sprungzauber war auch nicht schlecht.
So, jetzt laufen sie alle Richtung Mitte. Die ganzen Mages sind gestorben an den ganzen Bomben, weil sie vorgelaufen sind und die Golems zu langsam waren. Das ist aber wurscht. So, der King ist in der Mitte, schon, wurde schon gezündet. Der Sprungzauber hat auch gesessen, wie auch immer man das nennen möchte hier. Die Queen macht den Air Sweeper kaputt. Die King macht noch dies kaputt. Das haben meine Queen auch gezündet. Habe ich gezündet. Habe ich die gezündet, die Queen? Ja, um die Luftabwehr kaputt zu machen. So, beide Luftabwehren waren kaputt. Jetzt entscheiden, was ist hier passiert? Also, Hund Nummer 1. Loons. 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 What the fuck? Der Hund war ja instant down. Okay, hätte ich vielleicht... Oh, ich hätte erst die Loons setzen sollen, dann den Hund oder was? Hat der Hund... Oh, der Hund war ja ultra schnell tot. Das war nicht so schön. So, was ist passiert? Warum sind die Loons... Warum haben die so lange gebraucht, um die Luftabwehr da unten kaputt zu machen? Das heißt, die gehen da drauf. Die gehen da drauf. Und gehen dann da drauf. Was ist denn mit der Tesla da los? Warum macht die alles kaputt? Oh, die Hunde wurden scheiße von mir gedroppt. Das war der Fail. Ja, die Hunde waren Fail, aber trotzdem. Oh yes. Die Luftabwehr da oben stand viel zu lange. Und die X-Bows haben so viel Damage gemacht. Wie haben die denn so viel Damage gemacht? Das sind nur Level 2 X-Bows. Darf man nicht unterschätzen. Ja, der Fehler waren die Loons und die Hunde. Also das hybridmäßig von links lief es perfekt mit den Helden, mit den Golems. Das war gar kein Ding für den King. Bloß da rechts, da habe ich gefailt. Und zwar war der Fehler, ich hätte erst die Loons gesetzt. Die haben viel zu viel Damage gefressen, die Lava-Hunde, bevor die Loons überhaupt in Reichweite waren für die Luftabwehr. Beziehungsweise nicht für Luftabwehr, sondern Verteidigungsgebäude. Das war scheiße von mir, Leute. Muss ich wieder ehrlich zugeben, hat der Lars hier einen Fail drin. Hat er einen Fail drin. Ist in Ordnung. Was die Tanja alle wieder, sind sie hier auf Tittenbonus. Nein, Tanja greift richtig gut an. Also die Tanja, die rasiert. Also mein zweiter Angriff hier, versucht das Three-Star auf die 17, wurde nichts. Ich hätte auch was unten nehmen sollen, aber YOLO, Leute, ich muss da hier, ne, wisst ihr Bescheid. Mein erster Angriff war auf die Nummer 9, das war quasi mein Gegenüber. Da habe ich 73% mit einem Two-Star geholt. Mit der Taktik namens Go Vivi. Ich habe es mal wieder getestet. Was da so los ist, ich war wieder auf 3 Sterne aus. Ich bin irgendwie jetzt immer noch auf 3 Sterne aus. Weil ich 3 Sterne geil bin. Hatte dann hier, glaube ich, 7 oder 8. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8. 7 oder 8, ich habe es nicht bekommen. Auf jeden Fall sehr viele Hexen dabei. Und der Angriff lief gut. Ich habe da weggeblitzt auf jeden Fall alles. Plus am Ende war ich nicht mehr, hatte nicht mehr so die Power, da noch was reinzudrücken. Das lief nicht ganz so in Ordnung. Am Ende kriege ich es nicht gebacken. Am Ende kriege ich es nicht gebacken, die letzten Prozente zu holen. Vielleicht da lieber etwas weniger Mages, etwas weniger Hexen und dafür vielleicht noch ein paar Loons mitnehmen, um die letzten Verteidigungsgebäude kaputt zu machen. Wenn King oder Queen oder halt eben die Golems tanken, könnte man sich überlegen. Aber ich bekomme es irgendwie nicht hin, mit diesem Standard-Gruppe wie hier 3 Sterne zu schaffen. Natürlich ist das jetzt noch nicht, ich bin noch nicht ausgefeilt damit. Ich habe noch nicht so oft mit Angriffen. Aber ich versuche es natürlich. So gut es geht, ein bisschen zu üben. Das war jetzt so ein Übungsgegner. Nicht böse nehmen, Blizzard. Ich weiß, du siehst meine Videos und du hast Kommentare geschrieben. Also nicht böse nehmen. Natürlich bist du ein wütiger Gegner. Böse, ich muss trotzdem mal was testen bei dir, ne? Das heißt, du bist wohl scheiße, aber nicht ganz so scheiße. Nein, natürlich nicht. Ich muss halt testen. Aber gerade wieder was getestet. Dafür sind solche Clan Wars da. Weil ich glaube, dass wir ihn... Jetzt hör mich schon wieder so arrogant an, aber ich glaube, es wird ein sicherer Win. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Wir haben bislang so genial angegriffen. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir das gewinnen. Wenn wir nicht am Ende jetzt total alles verkacken, wird das ein sicherer Sieg. Gegen die Kneipe. Die Kneipe. So, da steht da jetzt hier die Hexen. Ja, die Durchschlagskraft hat halt gefehlt am Ende. Die Teslas waren alle von rechts. Das war so eine kleine Falle, dass man nicht von rechts angreifen sollte. Habe ich auch nicht gemacht. Mein GoVV mit den Hexen hätte man das vielleicht wegtanken sollen. Weiß ich nicht, Leute. Da muss ich noch ein bisschen üben. Hybrid und GoVV, das gefällt mir noch nicht. Für Two Stars reicht es. Bei Hybrid, das war total der Fail gerade eben. Da hätte man die 3 Sterne schaffen können gegen die Base. Man darf natürlich wie immer nicht vergessen, das war eine krasse Base. Die Rathaus 9, war die gemaxt von der Verteidigungsgebäude. Wir schauen kurz drauf, die 17. Mein Handy Vibration, Entschuldigung, in meiner Hose. Das war nicht, bis auf die Luftabwehr, war halt alles so gut wie gemaxt. Yes. Ja, ich hätte wirklich komplett nur Lava Lulins machen sollen. Egal, Leute, wir müssen üben, wir müssen neue Taktiken ausprobieren. Und es läuft halt nicht immer perfekt. Es läuft halt nicht mehr perfekt. Haben wir nur 2 Sterne geholt in Clan War. Kann ich mitleben und wie gesagt, ich glaube, das Ding gewinnen wir. Wenn es euch trotzdem wieder gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr Tipps für mich habt, gerne in die Kommentare. Ich lese mir selbstverständlich alles durch. Und ja, Daumen geben, freut mich, kostet ja nichts, hilft mir weiter.
und zeigt mir, dass ihr super geil seid, beziehungsweise ein Haufen super nice Boys. Ich bedanke mich, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Auf Wiedersehen.